Boah, Jutke Dizzy, Alter. Na, wer hat denn alles auf Jutke Dizzy gewartet? Meine Damen und Herren, wir haben uns lange nicht gesehen. Wir sind wieder da. Es ist soweit, wir schwingen den Hammer. Es knallt im Gebälk. Eine weitere Folge Jutke Dizzy ist am Stissel. Jetzt haben wir ja dieses Jahr und auch über die letzten Monate ein paar neue Zuschauer, möchte ich sagen, akquiriert. Und um diese mal ganz kurz abzuholen, was wir hier nun tun werden, es ist super simpel. Wir haben mit unseren wunderschönen Menschen von Low Fuel Motorsports, die nicht nur aktuell in ACC unterwegs sind, nein, auch in AC unterwegs sind und unglaublich schönes Daily Racing hosten, einen Deal. Und dieser Deal lautet, dass wir uns gewisse Rennunfälle anschauen dürfen aus dem Reco-Bereich, um daraus Material zu schaffen, was dazu dient, Aufklärung zu betreiben, wie man Dinge eventuell umgehen könnte und wie man ein bisschen zur Rennintelligenz kommen könnte. Und genau das ist das hier, mit ein bisschen Humor und ein bisschen Hihi und ein bisschen Haha. Wir gucken uns heute also 15 außergewöhnlich geile Fälle an, also Rennunfälle, werden die ein bisschen auseinanderklabüstern und bewerten. Und ich kann euch eins sagen, meine Damen und Herren, es schmettert heute. Heute knallt's. Und heute knallt's richtig im Gebälk. Heute ist einfach mal der Tag, wo ich glaube, sehr viele Urlaubsscheine geschrieben werden. Und Urlaubsscheine, oh, die machen richtig Spaß. Und als erstes heute möchte ich Sie mit auf eine wunderschöne Reise nehmen nach Valencia. In Valencia, oh, Sie wissen ja, Valencia, ein wunderschöner Ort, der, ich nenne es mal, Liebe, Wärme, und es ist dort sehr, sehr eng, sehr, sehr reibig und es gibt sehr, sehr viel Kontakt. Sixi, für dich haben Gott und Teufel einen Vertrag geschlossen, Sixi. Ich will und will und will und will nur dich. Das war eine schöne Quote und bevor mir jetzt Paul gleich auf den Sack geht, mache ich den Sound jetzt aus. Ich möchte hier jetzt gerade nicht unterbrochen werden. Was ist das schon wieder aus dem Gerichtssaal für einen Reinruf? Natürlich sehe ich sexy aus. Sonst dürfte ich diesen Hammer nicht schwingen. Ich habe die Lizenz zum Urlaubsscheine vergeben. Und das ist doch wohl bitte mal maximal sexy, oder? Nun gut, aber zurück zu Valencia. Jetzt habe ich die komplette Anekdote zu Valencia vergessen. Es ist eng, es ist heiß, es kommt zu Berührungen. Und vielleicht auch in diesem Fall, an diesem wunderschönen bewölkten Tag in Valencia bei 872 Grad in der Sonne, wird es ein bisschen im Gebälk knallen. Da kam die Brause nochmal durch. Wir gehen rein, meine Damen und Herren. Meine lieben Jurymitglieder, es ist soweit. Fall Nummer 1 nach unserer zweimonatigen Pause. Ob es hier schon den Hammer gibt, finden Sie es raus. Es ist ein Klassiker. Es ist ein Klassiker. Aber mal ganz ehrlich jetzt, meine Damen und Herren da draußen, es ist lieb gemeint, Menschen wieder nach vorne zu lassen. Ist es wirklich. Meistens führt das aber zu Folgeunfällen. Also die beiden Fahrzeuge, die sich jetzt dadurch gemogelt haben, mit einem schönen Hüftschwung und sich durch die Rille durchgepresst haben, am Ende kriegst du so oder so eine Strafe. Ah, fahr einfach weiter. Aber das ist auch ein Klassiker, ne? Wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, und das ist auch überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht schlimm, was hier passiert, oder sagen wir mal, das ist jetzt hier nicht irgendwas, was noch nie einer gemacht hat, man bremst halt ein bisschen später, schätzt das ein bisschen falsch ein und schubst halt da ein bisschen an, ne? Da muss man mit der Konsequenz halt einfach auch klarkommen, die es dann nachher gibt. Aber ich glaube auch, wenn wir mal gucken, hat der Aston jetzt relativ früh gebremst, ist die Frage. Wir gucken. Der hat schon wirklich ganz schön früh gebremst für Valencia. Oder? Doch schon. Aber gut, das schützt halt nicht vor Strafe. Ne, man muss sich ja immer auf den Vordermann einstellen an der Stelle.
Und ich denke mal, die werden jetzt auch nicht nur eine Runde hintereinander gefahren sein. Ja, wenn du, der Witzker, guck dir das mal an. Der Aston hat schon wirklich sehr, sehr früh gebremst im Vergleich jetzt zum BMW. Heieieiei. Aber passiert, Komfort und naja, was soll ich sagen? Dafür gibt es halt eine Strafe auf den Deckel. Das ist jetzt nicht Minimalstrafe, aber dafür gibt es bei Low Fuel Motorsports, muss man ja dazu sagen, wir haben ja jetzt sehr viele auch neue Menschen dabei, dafür gibt es jetzt 0,6 Safety Rating abgezogen, Penalty Points 1,5 und eine Zeitstrafe von 10 Sekunden. Übrigens, das Strafensystem bei LFM ist wirklich einfach eine 10 von 10, möchte ich ganz kurz mal anmerken. Also muss man jetzt auch, weil wir zwei Wochen Pause gemacht haben und wirklich neue auch Menschen in der Jury haben, das ist wirklich schon sehr, 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 sehr gut. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Da hat es nochmal kurz gezimmert im Gebälk. Da gab's was auf die Nuss. So, was haben wir denn als nächstes, meine Damen und Herren? Schauen wir doch mal. Wo sind wir denn gelandet? Ui! Ui! Meine... Ui! Meine Damen und Herren, wir sind ausnahmsweise nicht, und ich wiederhole, wir sind nicht bei den GT3s unterwegs. Nein, wir sind auch nicht bei den GT4s unterwegs. Nee. BMW M2. Absolute Creme de la Creme, sage ich euch. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Machen Sie mal kurz die Augen zu. Schließen Sie mal ganz kurz die Augen. Haben Sie die Augen zu, meine Damen und Herren? Haben Sie die Augen zu? Ich versuche Ihnen jetzt ein wunderschönes Bild zu malen. Mit meinen Worten. Ich versuche Ihnen zärtlich über den Rücken zu streichen. Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, es ist wunderschöner Nachmittag. Die Wolkendecke aufgerissen. Hier und da ein Schäfchenwölkchen am Himmel. So richtig fluffige, puffige, wunderschöne Wölkchen. Es ist ein warmer Tag. Sie spüren die Wärme unter ihr T-Shirt gleiten und sie schreiten über eine sehr, 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 sehr lange Straße, die eine wirklich sehr angenehme Breite hat, entlang. Ein bisschen Fahrtwind an ihrem Körper. Rechts grün. Es ist links grün. Die Zuschauer grölen und sie freuen sich, dass sie an diesem Ort neben einem anderen Auto fahren und sie möchten gerade versuchen, zu einem Manöver anzusetzen, weil sie sich denken, ich könnte heute etwas schneller sein. Wir befinden uns in wunderschönen Italien, Monza. Und eventuell hat der ein oder andere schon für sich entdeckt, wo wir uns gerade hier befinden. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, auf diesen Ort ist Verlass. Er ist magisch. Hier wurden Kinder gezeugt. Und vielleicht wurde auch hier in diesem Moment ein Kind gezeugt. Und lassen Sie mich jetzt nochmal ganz kurz kontrollieren, ob wir von der Beweislage her, ja, sind wir, ob das hier alles so wunderschön ist. Wir gehen Monza, Turn 1, Runde 2. Das war verbremst, mein Freund. Und noch ein wilder Rejoin. Man muss hier... Man muss dazu sagen, das kann... Alles passieren, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben uns alle schon mal verbremst an der Stelle. Die Frage, wer hier wen reportet, finde ich jetzt aus dem Jury-Bereich schon ein bisschen verwirrend. Also natürlich hat der BMW ganz am Ende, der als letztes vorbeigekommen ist, das hier gemacht. Wir nehmen mal ganz stark an und nee, wir nehmen das nicht an. Wir gehen mal davon aus, nee, gehen wir auch nicht. Denn es ist der Fakt, dass der BMW, der aufgefahren ist, reported wurde von dem BMW, der angebumst wurde. An der Stelle mal einen Verbesserungsvorschlag, damit wir ja hier an der Stelle auch unseren Bildungsauftrag erfüllen.
das, was der BMW jetzt hier macht an der Stelle, nach links wieder auf die Strecke zu fahren, ist nicht wirklich sehr empfehlenswert. Falls das mal vorkommt, was definitiv vorkommen kann, und das ist auch überhaupt nicht wild, wir sind alle Menschen und wir machen immer mal Fehler, wäre es angenehm, nach rechts rüber zu fahren und dann darüber zurück auf die Strecke zu kommen, weil das hier ist sehr gefährlich. Das ging jetzt nochmal gut, weil die Leute auch ein bisschen reagiert haben. Aber hier hätte es jetzt auch noch an der Stelle Folgeunfälle geben können. Also wäre es sinniger gewesen, entweder den Wendekreis enger nach links zu machen, um nicht so auf die Strecke zu fahren, oder nach rechts rum zu fahren über die Auslaufzone. Und dann hat es hier aber auch geknallt. Und wir wissen alle, was für ein Strafmaß das ist. Für I was a little bit late on the brakes. Klassiker. Das ist nicht kopflos. Nee. Moment, das möchte ich hier ganz kurz anmerken. Das ist definitiv nicht kopflos. Das sind einfach Menschen, die noch nicht so lange fahren. Und die auch diese Erfahrung nicht mitbringen können. Denn Rennerfahrung kriegt man nicht durch Theorie, sondern durch Praxis. Man muss immer erstmal einmal einen Fehler machen, um zu verstehen, was man da falsch gemacht hat. Also würde ich jetzt mal davon absehen, auf den Menschen da rumzuhacken und zu sagen, dass das kopflos ist. Nee, war es nicht. Es war einfach nur, es ist noch nicht genug Erfahrung da. Nicht? Das ist wie Lebenserfahrung. Lebenserfahrung muss ja auch erstmal ein bisschen quackern, wie mein weiser Freund und Kollege Error Andreas immer sagt. Es muss ein bisschen quackern. Quackern muss es. Es muss ein bisschen ziehen. Muss wachsen. Gehirne wachsen ja auch über die Zeit, ne? Also unser Schädel wird ja im Laufe unseres Lebens auch immer größer und das passiert ja meistens nicht, weil wir unser Gehirn aufpusten, sondern, ne? Aber gut, haben wir das in diesem Fall auch geklärt? Wir fangen ja immer mit den ruhigen Sachen an.